Die Quest können wir also auch abgeben, aber wer ist er? Hallo? Und du? Auch nichts? Was macht ihr hier? Irgendwelche Häschen die ganze Zeit fangen. So, erstmal die Quest abgeben, die ich nicht mehr weiß. Wo. Da vorne, glaube ich. Was rennt denn hier so? Ach, ein Reh. War das nicht hier? Doch. Haben Sie sich um den Rest dieser Maschinen gekümmert? Habe ich. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Das haben Sie. Vielleicht schicken Sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe. Naja, wie viele Drohnen werden die dabei haben? Alternative Waffen. In jeder Waffenkategorie sind verschiedene Waffen verfügbar. Jede Waffe hat einzigartige Vor- und Nachteile sowie ein eigenes Aussehen. Manche verfügen sogar über exklusive Upgrade-Optionen. Alternative Waffen können in Basislagern über das Waffenmenü eingesehen werden. Wir haben offensichtlich ein neues Gewehr bekommen. Habe ich das richtig gedeutet? Oder war das einfach nur das Bild für besondere Waffen und wir haben eine andere besondere Waffe bekommen? Wenn wir denn eine andere besondere Waffe bekommen haben. Da oben ist ein Dokument, das wir übersehen haben. Aber ich habe jetzt auch nichts, keins dieser Dinger, die wir abschießen müssen, mehr gesehen. Gut, ich habe jetzt auch nicht so viel nach oben geguckt, aber ich fand, die waren im ersten Teil, gab es eben genau die gleichen. Sie sahen ein bisschen anders aus, aber im Endeffekt war es das Gleiche. Und waren die ziemlich fies versteckt. Da oben drauf waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ist das der ultimative Aussichtsposten? Mit einem Kistchen. Mit einer Schraube. Oh, und einem Buch. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Ein Bussard würde sie beeindrucken. Ist das irgendwie ein Hinweis für uns, dass wir einen Bussard jagen sollen? Andererseits müssen wir sie beeindrucken. Wollen wir sie beeindrucken, ist vielleicht die berechtigtere Frage. Ich mag sie ja nicht besonders. Wir können hier schon wieder so viel sammeln. Und was ist da hinten für ein Massenauflauf? Ach, auf die darf ich nicht schießen. Das haben sie gut geregelt. Das Dokument ist wieder im Himmel. Da will ich aber noch nicht hin. Ich will noch ein bisschen leben. So, wie komme ich denn da jetzt am besten wieder nach oben? Muss ich echt den ganzen Weg außen rumlaufen? Ja, und das Problem ist, immer schön nach oben gucken, ob hier eventuell irgendwo so ein Dingsi baumelt. Ich sag schon wieder Dingsi. Traumfänger. Das Problem ist, das kann ja wahrscheinlich auch da hinten sein. Was ist denn da hinten eigentlich? Warum ist da auch so eine Rolle? Aber erstmal geben wir jetzt die Quest ab. Turm gewesen? Ja, war ich. Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er. Dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Okay, das machen wir direkt mal.
Oh, da ist so ein Dings. Ist doch kein Traumfänger. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich hoffe, Sie können mit dem Bogen umgehen. Ja, warum? Was Sie auch suchen, das können wir nach dem Kampf besprechen. Ach so, Kampf. Warum können wir denn hier was spannen? Und wohin? Ah, warte mal. Was ist denn? Worauf schießen Sie? Auf das Seil hier, also auf die Rolle. Keine Gedanken machen, Lara schießt sehr oft auf irgendwas. Okay. Was stand da? Metallbarriere. Aber da unten war doch jetzt auch irgendwo dieses... Komm schon, eigentlich habe ich doch die Mitte getroffen. Verdammt. Ich darf das Ding jetzt nicht vergessen. Tja, da komme ich nicht durch. Dafür brauche ich keine Ahnung was. Ich wollte mich abrollen. Verdammt. Okay, Moment. Wir gehen erst nochmal kurz dahin, um das Ding abzuschießen. Weil ich das sonst wirklich vergesse. Es wird wahrscheinlich hier überall im Dorf sein. Kann das sein? Da drin haben wir was übersehen, aber da haben wir uns doch eigentlich umgeguckt. Tatsache. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Okay, Jacob wäre also sowieso schon vergeben. Kein potenzieller Lover für die gute Lara. Der hat sich hier schon in jemanden verguckt. Da oben ist eins. Und da ist auch eins. Also werden die wohl eher im Dorf sein. Wie läuft es mit dem Schneiden? Langsam. Man muss aufpassen. Durch den Rost gibt es Schwachstellen. Wir hätten das Metall im Regen trocken. Bei der Überschwemmung letztes Jahr mussten wir mit den Blechen das Dach abdichten. Nimm, was du findest. Kommen wir hier hoch? Ja, oder? Okay, Federn können wir immer noch nicht tragen. Was können wir hier spannen und wohin genau? Nach da oben. Aber, gute Lara, würdest du das Ding da festmachen? Oder müssen wir das von da oben machen? Wahrscheinlich. Okay, und wie soll ich da heil hinkommen? Haben wir hier nochmal was zum Abschießen? Nein. Da kommen wir nur mit dieser, wenn wir die Barriere da draußen zerstören, hin, oder? Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Das ist dann natürlich doof, weil das können wir noch nicht. Okay, dann werde ich mal kurz gucken, was da hinten noch ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Ja, ich glaube nicht, dass wir wirklich jeden Ast einsammeln müssen. Aber diese Traumfänger oder was es halt auch immer darstellen soll. Danach würde ich mich schon ganz gerne umgucken. Wir sind überall Seile gespannt, das verwirrt mich so. Okay, wo geht's denn dahin? Eieiei. Und da oben ist irgendwie eine Kiste oder sowas. Was haben wir hier? Was zum Lesen? Die Anhänger des Propheten flohen nach Osten.
Die Reise war beschwerlich. Die Reise, was? Hat sie da gestockt? Hat sie Probleme beim Übersetzen? Ja, wie, Lara? 10 Sprachen gleichzeitig ist nicht. Ihr macht große Fortschritte, Kinder. Ich glaube fest, einige von euch werden eines Tages passable Jäger. Aber jetzt beginnen wir damit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Solange es hell ist, jagen wir heute Hirsche. Ihr Fleisch, das Fell, Geweihe und sogar die Knochen erhalten uns alle am Leben. Respektiert das Wild, denn es ist Gott ebenso nah wie wir. Findet Wild an ihren Ruheorten, wo das Gras plattgedrückt ist, oder bei Beerenbüschen, wo sie fressen. Tötet schnell, damit es keine Angst oder Schmerzen spürt. Denkt daran, ich bewerte euch. Und wer mir einen Hirsch bringt, wird am besten bewertet. Sie ernähren sich hauptsächlich von den Hirschen des Tals. Naja, hauptsächlich ernähren sie sich hier eher von Kaninchen, so viele wie die hier in Fallen locken. Und ganz ehrlich, das sind für mich ganz schöne Fleischesser. Also ja, Fleisch ist wichtig, aber die essen für meinen Geschmack ziemlich viel Fleisch. Die sind ja hier alles am Ausrotten. Warum genau können wir hier wieder runterrutschen? Damit es schneller geht, einfach nur. Ach, ich will mich eigentlich nicht so extrem genau umgucken, aber irgendwie muss ich es ja. Warum können wir hier hoch? Das ergibt doch eigentlich auch wieder keinen Sinn. Da ist eins. Okay, fehlen noch zwei. Das wird jetzt wahrscheinlich so bleiben, denn die zwei letzten werden wahrscheinlich nicht so leicht zu finden sein. Wo sind wir denn hier? Was genau machen wir hier oben? Können wir dadurch irgendwas besser sehen? Eigentlich auch nicht. Also was hat uns das jetzt gebracht, dass wir hier hochgeklettert sind? Da oben ist irgendwas. Können wir da noch weiter hoch? Nein, ich wüsste zumindest nicht wie. Oh, hier liegt irgendwas. Sehr schön. War das markiert? Nein, aber hier ist eine Höhle. Und da ist ein Kryptaeingang. Ja, der Kryptaeingang wird wahrscheinlich da oben sein und da unten ist die Höhle. Das da ist irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Warum ist das so gelb markiert? Kann man damit irgendwas machen? Wenn ich da runterspringe, bin ich doch tot, oder? Andererseits ist es Wasser. Okay, hier könnte ich irgendwas befestigen. Haben wir hier irgendwas, was ich befestigen kann? Nicht so wirklich. Hm. Ich traue mich nicht, darunter zu springen. Okay, hier könnte man hochklettern. Dann können wir hier wahrscheinlich auch runterklettern, oder? Oh. Weiß nicht, ob das Sinn und Zweck der Sache ist. Au. Oh, da ist ein Rucksack. Kommen wir da rüber? Lara, spring und halt dich fest. Ja, sie schafft das. Okay, können wir da in den Wasserfall reinspringen? Tatsache. Guck mal an. Das ist unser Kryptaeingang, würde ich sagen, oder? Wahrscheinlich. Verrückte Welt. Okay, hier ist es dunkel. Sehr dunkel. Wollen wir da runter? Ich wollte... Oh, da ist Wasser, Gott sei Dank.
Ging das weit runter eigentlich? Nein. Oh, wir müssen tauchen. Sehr schön. Trotzdem hier schon. Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass hier in den Gräbern diese Dinger sein können, oder? Ich hoffe nicht. Rivka schloss sich dem Propheten an, weil ihr Ehemann, ein adeliger Russ, gläubig war. Als er auf der Reise nach Norden starb, blieb sie beim Propheten und suchte ihren Platz in der Gruppe. Als sie das Tal sah, wusste sie, dass sie ihre Aufgabe gefunden hatte. Sie träumte, wie Kitesh aussehen könnte. Sie arbeitete die Träume aus, um sie zu bauen. Dank Rivka ist Kitesh nicht nur schön, sondern lebenswert. Eine große Stadt braucht einen großen Architekten. Der Prophet fand seinen bei Rus. Aber das war doch gerade wieder Jacob, oder? Also ist... Verdammt, es geht hier in mehrere Richtungen. Wobei... Hier geht's irgendwie nur runter. Was lag hier? Ein Pilz. Sieht ein bisschen aus wie Gollums Höhle. Oder? Schon so ein bisschen. Ist das eine Hommage an Gollums Höhle? Achso, hier können wir... Oder? Können wir hier rein? Kommen wir hier nicht her? Ich habe keine Ahnung. Ich vergesse sowas doch immer so schnell. Hier ist was zum Lesen. Nein, wir kommen hier nicht her. Die Architektin. Okay, das ist also das Grab der Architektin. So schnell kommen wir zum Grab? Archäologen sind doch eigentlich nur Grabschänder. Antiker Bogen, Teil 3 von 4. Gut. Was ist dieser antike Bogen eigentlich? Ist der gut? Ist der besonders gut? Erstmal machen wir hier ganz wichtige Sachen kaputt. Andererseits wichtig wird das hier eh nicht mehr sein, weil wir haben alles geplündert. Wo geht's denn dann hier hin? Können wir durchtauchen oder schwimmen? Ach, das wäre der andere. Ah, okay. Na? Hat sich gerade irgendwie nicht festgehalten. Oh, hier haben wir noch Erz. Können wir überhaupt noch Erz tragen? Hat man die Toten wirklich so aufgestellt? Ich finde das irgendwie grausam. Also gut, sie werden da wahrscheinlich neben ihren Liebsten stehen, aber es erscheint mir trotzdem irgendwie... Aber hier kann man sich dann noch entlanghangeln, oder nicht? Gucken, was das hier ist. Warum können wir hier hin für Erz? Großartig. Okay, ich glaube, wir können wieder gehen. Ja, hier sollte es zurückgehen. Ich hoffe, wir kommen hier auch wieder zurück. Kannst du bitte springen, Lara? Das wäre der Hit manchmal. Sie wollte nicht aus dem Wasser springen. Okay, gut. Damit haben wir hier diese Krypta gefunden. Aber suchen immer noch... Oh, hier liegt noch was. Aber suchen immer noch zwei von diesen Traumfänger-ähnlichen Dingern. Da kann man nicht hoch. Dann kann ich da wahrscheinlich einfach runterspringen, oder? Hoffentlich. Ja,
Tauchsprung. Springen Sie von über Wasser gelegenen Plattformen und drücken Sie in der Luft schnell rechte Maustaste, um zu tauchen. Warum sollte man das machen? Um irgendwie vor Feinden zu fliehen, oder? Und damit willkommen im Endscreen von Rise of the Tomb Raider. Ja, ob wir wirklich alle Traumfänger finden werden, das steht noch in den Sternen. Das ist bei mir auch wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ich denke, vielleicht das Vorletzte finden wir noch und das Letzte wird dann wahrscheinlich ein Drama pur. Ich weiß nicht, ob ich mich dann da wirklich ewig damit aufhalten werde, eventuell ein bisschen außerhalb der Aufnahme, dass ich dann vielleicht Sachen, die ich in der Aufnahme nicht wirklich zusammenfinden konnte, dass ich die dann vielleicht außerhalb der Aufnahme nochmal zusammensuche, um auf einen möglichst hohen Prozentsatz des geschafften Spiels, kann man das so sagen, zu kommen. Aber, also bevor es wirklich in der Tragödie ausartet, wie ich hier nach diesen Dingern suche, lasse ich es wahrscheinlich lieber und mache es, wie gesagt, außerhalb, privat, in Ruhe, ohne euch großartig damit zu quälen. Und ja, was haben wir heute noch erfahren? Dass der gute Jacob offensichtlich in eine Frau verliebt ist, nachdem ich mir ja schon irgendwie erhofft hatte, dass Lara vielleicht irgendwie endlich jemanden fürs Leben gefunden hat. Ihren heroischen Held, aber es ist offensichtlich doch nicht so. Der Gute ist anscheinend schon vergeben. Naja, so ist das im Leben. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao. All around.